Hier sind wieder Sammy und Renate und wir haben ein neues Craft Buddy Set. Das gibt es demnächst bei QVC. Und zwar hat es die Nummer 586761 bei QVC. Und dann machen wir es mal auf. Ich soll es so kippen. Du darfst sprechen, Mann, hinter der Kamera. Okay. Ja, Sammy, schau mal. Ja, na. Erstaunst du. Guck mal, hier eine schöne Kiste, Sammy. Da kannst du bestimmt rein. Und zwar sind das Vintage-Blumen. Ist das nicht irre? Wow, große Anleitung. Ah ja, sind verschiedene Blumen. Die Kamelie, die Hortensie, die Begonie. Also dreierlei Blumen. Und hier haben sie einen Kranz davon als Muster gemacht. Ja, was ich als erstes finde, ist natürlich das Werkzeug, was bei jedem Forever Flowers Set dabei ist. Sammy, leg dich ruhig hin, Schatz. Ja, ist das Werkzeug umgeworfen. Macht nichts. Und eine schöne Knistertüte haben wir dann. Voll mit Blumen. Wir müssen den Eingang suchen. Ne? So, so, so. Und ab ihn. Ich habe ihn. So, mal alles ausgießen, ne? Tüte auf Seite. So, Sammy, schöne Sache. Schöne Sache. Sammy mag immer gerne einfach mit dabei sein. Ne? Okay, wir haben also hier die kleinen Blumenstielchen. Die werden immer als erstes gebraucht. Dann haben wir verschiedene Innenteile. Die kleinen Käppchen, dann kleine haben wir nicht, Moment, doch, da, kleine Korb, Korbinnenteile, mittlere Korbinnenteile und große Korbinnenteile. Mir fällt gerade nicht ein, wie wir die originale Bezeichnung haben, aber das ist auch egal. Dann, die kennen wir schon von den Hortensien, die kleinen weißen Spitzen. Ah ja, das ist auch von den Hortensien. Das zeige ich dann gleich. Und Abschlüsse und noch mehr Abschlüsse. Auch Hortensien. Ja, dann sortieren wir mal und machen mal ein paar Blümchen. Hm? Verschiedenste Farben und wirklich hübsch und nostalgische Farben. Ne? Ich nehme mal die Hortensien. Hortensien sind so ziemlich, ich glaube überhaupt, meine allerliebsten Lieblingsblumen. Moment, jetzt höre ich mal auf zu knistern und hole mir schon mal raus, was wir brauchen. Das sind sie nicht. Was sind denn meine Hortensien? Hier sind Hortensien. Haben wir mehr Hortensien? Komm mal hier, Anleitung. So, na, die Hortensien haben diese. Ach, Rosen gibt es auch noch. Und Chrysanthemen. Meine Güte, so viele Blumen. 5 verschiedene Blumen in einem Set. Wow. Ja, wie gesagt, Hortensie, Lieblingsblume. Hier zeigen wir jetzt als erstes mal. Das sind die Hortensien. Und die sind hier in dieser Farbe dabei. So, und dann brauchen wir diese Teile. Es ist alles genau abgebildet in der Anleitung. Für jede einzelne Blüte, wie es gemacht wird. So, meine Hortensien. Oh, das ist wirklich einfach gemacht, weil es, ne, man braucht nicht mal Worte dafür, um das dann zu verstehen. Was ist denn mein Werkzeug hier? Ach hier, ein Werkzeug. Das brauche ich gar nicht hier bei, ne? Werkzeug ist für die anderen Blüten. So, dann nehmen wir hier solche kleinen Stielchen. Ich glaube, ich brauche 9, war das richtig? Schau mal gerade da drauf. Sind das 9 von den kleinen, die ich brauche? Ich glaub, ja. Ja, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Ist schon länger her, dass ich Hortensien gemacht habe. Deshalb muss ich jetzt erstmal gucken. Dann die kleinen weißen Mittelteile. Ja, die sind ganz niedlich, ne? So, dann nimmt man also, die sind echt winzig. Ich lege mal eins hier hin, damit ihr das mal von nahem sehen könnt.
Die sind echt winzig, aber so. Kamera, komm mal her, Kamera. Wir nehmen also so ein Blütenblatt und ein weißes Mittelteil, stecken das weiße Mittelteil da durch, nehmen hier so eins von den Dreierdingern, Stielchen, und stecken es da rein. So, das ist die erste. Und so geht es weiter. Ich mache noch eine vor. Ich mache jetzt also nicht die ganzen 3x9, 27 Teile vor der Kamera. Dann machen wir die Kamera mal schnell aus zwischendurch und ich mache das zu Ende. Also das sind schon mal zwei. Und dann mache ich jetzt diese ganzen Dinger voll, die ganzen 9, die ich rausgelegt habe. Einen Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das letzte Stück drauf. So, zeige ich euch mal. Wir sind jetzt also 9, ich hole mal eins runter. 9 mal so ein Dreier werden auf diese Steg gesteckt. So, das zeige ich nochmal von innen. So schaut das dann aus. Ne? Und dann hat man so eine hübsche Hortensie. Und die sieht wirklich aus wie im Garten. Und jetzt zeige ich euch mal meinen Hortensienkranz, den ich mit einem vorigen Set gemacht hatte. Das ist ein Set rein Hortensien. Der hängt bei uns im Flur. Ich liebe den. Ist der nicht schön? Ja, war eine andere Farbe natürlich. Inzwischen gibt es schon verschiedenste Farben von Crossbody, von den Forever Flowers. Aber ich liebe meinen Hortensienkranz. Ja. Diese Blütenblätter sind übrigens alle aus Stoff und ja klar, das ist natürlich Kunststoff hier und da habt ihr praktisch das Leben lang was von. Okay, das ist also eine der Hortensien. Wir können von den Hortensien 5 Stück machen, von diesen großen Dingern. Und dann haben wir, ich zeige es nochmal, das hier vorne sind alle Teile für die Rosen. Ach so, ich zeige es euch nochmal. Auf den Tütchen, da stehen ja hinten jeweils Buchstaben drauf. Hier 40 Stück H. Da steht G drauf und da hinten F. Das ist jetzt leider umgedreht. Arm zu kurz. Wo ist es? Hier, F. So, wir haben jetzt also F, G und H. Diese drei brauchen wir für die Rosen. Das steht hier auch drauf gedruckt. Ich habe es mir selber jetzt nochmal gerade mit Kugelschreiber größer drauf geschrieben. Da kann man nämlich genau sehen, hier F, G und H und genau die Reihenfolge, wie die dann aufgesteckt werden. Inklusive der Zwischenteile. Ich könnte euch jetzt auch sagen, wie diese Zwischenteile heißen. Die habe ich halt hier aufgeschrieben. Auf der Rückseite steht es ja. Also, die heißen Blumenstiel. Das ist das. Dann kleine Verbindungskappe. Ha, ja, so war das Wort. Wo ist die kleine Verbindungskappe? Das ist dieses hier. Dann kleine Korbkappe. Mittlere Korbkappe. Große Korbkappe. Ja. Und dann haben wir hier noch diese Grünteile, die Abschlüsse unten. Die heißen dann Blütenbasis und große Blütenbasis. Ja, und welche? Für welche Blumen verwendet werden, das steht eben immer genau in diesem niedlichen, schraffierten, schematischen Zeichnungen. So, wir können also von den Rosen 20 Stück machen. Wir können von den Kamelien, ich schalte es mal auf. So, wir können von den Kamelien 20 Stück machen. Kamelien haben die Nummer D. Das sind dann vorne die zweiten. Dann haben wir Chrysanthemen. Das sind die lilanen. Von denen können wir auch 20 Stück machen. Die haben den Buchstaben A. Wie gesagt, das sind die fitzeligen lilanen. Fliederfarbene. Und dann gibt es noch Begonien. Von Begonien haben wir 2 Farben. Das sind die Buchstaben B und C. Die kann man dann, also jeweils 20 Stück kriegt man daraus, oder 40 gemischte. Man kann die Blütenblätter ja auch abwechselnd nehmen.
ganz nach eigenem Geschmack. Ja, und wenn wir die dann alle gemacht haben, ihr könnt dann Sträußchen davon machen oder einzelne, was weiß ich, Gestecke, alles Mögliche. Oder eben, gibt es ja im Zubehör, diese wunderbaren Kränze, die zeige ich auch immer wieder in Sets. Kann man das sehen? Und dann so einen schönen gemischten Kranz machen. Also da kriegt man, glaube ich, aus diesen ganzen Blüten kriegt man, glaube ich, locker mindestens 2 Kränze hin. Ja, ihr Lieben. Das ist dieses wunderbare Set von Craft Buddy. Ach, das Werkzeug nicht zu vergessen. Ne? Auf das Werkzeug wird immer als allererstes, ich zeige nur noch einmal schnell, so eins von diesen kleinen Stielchen gesteckt, die natürlich einen anderen Namen haben, was ich Blütenbasis, glaube ich. So, draufgesteckt, ganz bis zum Anschlag und dann geht's los mit den Blütenblättern. Eins nach dem anderen, genau nach der Anleitung. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich habe Spaß damit und macht's gut, bleibt kreativ, viel Spaß, bis demnächst.